Hey Leute und willkommen zu einem neuen Piano-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie wir River Flows in You von Yuruma spielen und wir fangen mit dem ersten Teil an, den zeige ich euch aber erstmal. Das ist der erste Teil, den splitten wir aber noch ein bisschen, weil das ein bisschen viel für den Anfang ist. Und zwar lernen wir heute nur das reicht erstmal, das ist schon ein sehr wichtiger Teil und auch meiner Meinung nach einer der schwersten. Also fangen wir heute damit an. Wir fangen mit der linken Hand an und die spielt heute nur zwei Akkorde. Insgesamt gibt es für das ganze Lied auch nur vier. Die anderen beiden kommen dann noch im nächsten Teil. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den ersten beiden an. Da haben wir hier oben das Gas, besteht auch von den drei schwarzen Tasten, ist es immer die erste. Die nehmen wir hier oben von der zweiten Oktave mit. Und dann der mittlere Ton ist hier oben das Des. Und dadurch haben wir unseren ersten Akkord zusammengestellt. Der zweite Akkord ist hier unten das D. Das D findet ihr zwischen den zwei schwarzen Tasten, ist das D. Da wir aber hier jetzt was ganz Besonderes haben, nehmen wir hier oben das E. Also keinen klassischen D-Akkord, sondern hier oben das E. Hier unten also das D, dann das A und hier oben das E, eine Taste höher als das D. Gut, und das wären auch schon alle Akkorde, die wir für diesen Teil brauchen. In der rechten Hand legen wir unseren Daumen aufs A. Das finden wir bei den drei schwarzen Tasten, nach der zweiten eine rechts runter. Unseren kleinen Finger eine Oktave höher, also hier oben auch aufs A zwischen den drei schwarzen Tasten, nach der zweiten eine runter. Den Ringfinger tun wir hier oben auf die schwarze Taste. Ich weiß, man muss ein bisschen die Hand strecken, aber das sollte man mit ein bisschen Übung hinkriegen, sonst kann man natürlich dann auch springen. Aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man das ein bisschen trainiert, kann das funktionieren. Gut, wir fangen an und zwar spielen wir den Daumen, dann mit dem Zeigefinger hier oben aufs Des. Und dann gehen wir mit dem kleinen Finger hier oben aufs A. Dann mit dem Ringfinger hier oben auf die schwarze Taste und dann mit dem kleinen Finger wieder hier oben das A. Nochmal, unteres A. Zeigefinger, oberes A, Ringfinger und nochmal das A. Nochmal. So und dann spielen wir unten das A nochmal, dann den Ringfinger, hier oben das Ass und hier oben das A. Nur das. Dann spielen wir A, E, A. Und als nächstes und auch als letztes A, D, A. So nochmal. Wir spielen hier unten A, das A hier oben. Dann hier oben das Ass. Dann wieder das A. Dann gehen wir wieder hier runter. A, Ass, A. Dann spielen wir A, E, A und dann A, D, A. Das macht jetzt noch nicht so wirklich viel Sinn. Ich spiele es einmal in dem Rhythmus, den da gespielt werden muss. Es ist eigentlich immer nur von unten nach oben spielen. Noch einmal und dann bringen wir es mit beiden Händen zusammen und dann wären wir auch schon fertig. Wir spielen also A, Des, kleiner Finger hier oben das A, dann im Ringfinger Ass, A, dann hier unten das A, Ringfinger das Ass, dann hier oben wieder das A, dann unteres A, E, oberes A, unteres A, D, unteres A. So, jetzt bringen wir beide Hände zusammen. Und zwar spielen wir zuerst in der rechten Hand A, Des allein. Und hier oben auf den kleinen Finger, das A, spielen wir in der linken Hand das Ges. Und zwar in diesem Rhythmus, dass wir die ersten beiden Tonen zusammenspielen. Wir spielen das A und das Ges, dann die beiden nächsten schwarzen Tasten zusammen und wenn wir hier hochgehen, spielen wir zuerst das A in der rechten Hand allein, dann das obere Ges.
dann, das spielen wir komplett allein und wenn wir dann aufs A und E wechseln, ist es ein bisschen ein seltsamer Rhythmus und zwar spielen wir dann immer nacheinander. Zuerst unten, dann rechts, dann die nächsten beiden zusammen, also das A in der linken Hand und das E in der rechten und dann spielen wir hier oben in der rechten Hand das A alleine und dann das E in der linken. Es ist sehr kompliziert, ich weiß, das funktioniert aber später von alleine. Und dann spielen wir das A, D, A in der rechten Hand alleine. Nochmal ganz langsam. Nochmal. Und in der Originalgeschwindigkeit wird es dann so gespielt. Das funktioniert später von ganz allein, wenn man das einmal getrennt zusammen gelernt hat. Wir machen das noch einmal schnell, weil ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Aber falls ihr das bis jetzt schon geschafft habt, könnt ihr ruhig den nächsten Teil überspringen, weil ich wiederhole jetzt halt nur nochmal. Wir spielen zuerst in der rechten Hand die ersten beiden Töne und dann hier oben aufs A das Ges. Nächster Ton zusammen. Dann abwechselnd erst rechts das A und dann links das Ges. Dann spielen wir A, As und A in der oberen Oktave in der rechten Hand alleine. Dann wechseln wir runter und spielen zuerst das D in der linken Hand. Dann spielen wir das A in der rechten Hand. Dann das A in der linken und das E in der rechten Hand zusammen. Dann rechts A alleine, links E alleine. Und dann spielen wir rechts A, D, A. Nochmal. Wir spielen zuerst rechts allein. Dann aufs A das Ges, nächsten beiden Tasten zusammen, dann abwechseln zuerst rechts das A, dann das Ges, dann spielen wir in der rechten Hand das A, As, A in der oberen Oktave alleine, dann wechseln wir runter in den zweiten Akkord, in der linken Hand zuerst das D allein, dann spielen wir rechts das A alleine, dann das A in der linken Hand und das E in der rechten Hand zusammen, dann spielen wir rechts das A alleine, und links das E alleine. Und dann spielen wir nur noch rechts das A, D, A. Jetzt mal ganz langsam. Ja, das ist alles, was wir in diesem Teil lernen werden. Und im nächsten Teil wird es dann weitergehen. Aber das kommt erst im zweiten Teil. Lernt den ersten Teil gut ein. Falls es da noch Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß, es ist recht kompliziert und ich hoffe, ich habe es gut genug erklärt. Falls da, wie gesagt, noch Probleme sind, unten in die Kommentare reinschreiben. Dann gibt es dazu ein extra Video. Gut, das wäre auch schon alles, was wir in diesem Teil lernen werden. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft nichts verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.